Hallo, ich bin der Christian aus der Bikebox.ch und ich stelle euch heute das Levo Comp 2021 vor. Warum Levo Comp? Levo Comp oder das Levo allgemein ist, glaube ich, das Fahrrad, was am meisten Spaß als E-Bike am Berg bietet. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass das Fahrrad sich eines der coolsten am ganzen Markt ist als E-Bike. Und ist von der Geometrie her ausgerichtet eigentlich als Allmountain. Das heißt, man kann wirklich alles gut machen. Uphill funktioniert super, der Downhill, es liegt super satt. Also man fühlt sich wirklich im Fahrrad integriert. Und ja, die Geometrie ist einfach draufsetzen, wohlfühlen im Endeffekt. Ausgestattet von den Daten her ist das Comp her mit dem Fox-Fahrwerk. 36er vorne und ein Fox-Dämpfer hinten. Shimano SLX verbaut, auch als Schaltgruppe Shimano SLX verbaut an den Bremsen. Auch gleichzeitig, also wirklich vom Setup her, dieses Jahr nochmal wirklich eine coole Sache geworden, wo man sagen kann, hey, das lohnt sich wirklich für mich. Und das Comp hat auch die 700 Watt Batterie drin, das heißt, die Reichweite am Berg ist wirklich auch enorm. Und ich würde sagen, man wird schneller K.O. als das Fahrrad, würde ich sagen. Genau, wir haben eine 12-Fach-Schaltung von der SLX, das heißt also vorne einfach, hinten 12 Gänge. Das gibt uns auch nochmal ein super Spiel am Berg, also auch steile Uphills, kein Problem mit dem Levo, auch aufgrund der Länge des Fahrrads an sich. Wenn du denkst, du brauchst als E-Bike aber nochmal ein bisschen ein schärferes, was nochmal Downhill-orientierter ist, würde ich vielleicht aufs Kenevo ausweichen, weil das Kenevo ja einfach sich nochmal wohler fühlt im Downhill, vor allem vom Lenkwinkel, Doppelbrücke, ja, auch nochmal die super Variante. Wenn du sagst, das Levo ist mir vielleicht aber zu überdimensioniert schon, dann vielleicht doch aufs Levo SL ausweichen, weil das Levo SL einfach nochmal das leichtere E-Bike ist. Gerade für die sportlicher versierteren E-Biker eine gute Option vielleicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, like uns doch oder folg uns auf YouTube, Instagram und Facebook. Falls du aber noch Fragen hast zum Fahrrad, schreib uns einfach, ruf uns an, komm vorbei. Und wenn du es vielleicht sogar testen möchtest, ja, dann probier's. Komm, mach einen Termin aus und wir sehen uns am Berg, würde ich sagen. Bis dahin, einen schönen Tag dir.